Ich bin ein Gamer, weil Gaming mir unheimlich viele Möglichkeiten bietet. Ich bin eine Gamerin, weil ich einfach denke, dass Videospiele eine schöne Kombination aus den Geschichten von Büchern und dem Audiovisuellen vom Film sind. Boah, es ist schon ein bisschen süß. Weil es einfach Spaß macht, mit anderen Leuten zu spielen. Ja, das geht schon. Oh Gott! Ich bin eine Gamerin, weil ich Spiele liebe. Weil ich Spaß habe, neue Dinge zu erleben. Ich bin eine Gamerin, weil ich schon immer Leidenschaft für das Spielen hatte. Nein. Ich bin ein Gamer, weil Computerspiele mich eigentlich jeden Tag in neue Welten entführen können. Nein, Andi! Fick dich! Hör auf! Du bist ein wilder Wichser! Fuck, Alter! Fuck! Das kommt sogar manchmal aufs Spiel drauf an. Also manchmal bin ich auch sehr aggressiv. Aber ich bin grundsätzlich kein Mensch, der das körperlich rauslässt. Ich schrei dann vielleicht mal. Aber da ist meistens niemand da. Nein. Steht halt wieder da, einer zieht die Base. Ist ja witzig, weil ich tatsächlich einen guten Bekannten habe, der da immer sehr, sehr, sehr schnell die Fassung verliert. Also jetzt nicht die Fassung verlieren im Sinne von richtig aggressiv, aber dann schon mal genervt ist. Und dann gibt man irgendwie, ja, du musst da hoch, du musst da hoch. Jetzt sei doch mal ruhig, jetzt habe ich es nicht geschafft. Also. Hallo Zombie. Für mich ist Gewalt in Computerspielen ist ein Thema, was extrem gerne von den Medien immer wieder quasi durchs Dorf getrieben wird, weil es natürlich super charmant ist. Man hat eine Gruppe von vermeintlichen, ich sag mal, Opfern, also den Computerspielern, die sich nicht dagegen wehren können. Da wird gesagt, ja, da muss man Leute erschießen, das ist böse. Dann kriegen die erstmal rund um einen auf den Deckel und dann ist wieder gut. Und das kommt so alle halbe Jahr, geht das durch die Medien. Und ich finde, dadurch macht man sich erheblich zu einfach. Wenn man sich zum Beispiel Filme anguckt, gibt es auch extrem viele Filme, jeden Freitag, Samstagabend im Fernsehen, wo Gewalt extrem verherrlicht wird. Wenn es jetzt um Shooter geht oder sowas, da sind ja Battlefield oder Call of Duty die Teile vielleicht, da ist mehr so der sportliche Effekt. Ich war damals auch als Jugendlicher im Schützenverein und mein Vater fand das total schrecklich, also da eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ich habe gesagt, ey, das ist für mich wie Billard spielen, weil ich sehe da nicht die Waffe oder dass ich damit jemand erschießen könnte. Oder bei Modern Warfare 2 spritzt tatsächlich Blut, ja. Wird teilweise auch kritisiert, da, das stimmt, ja. Blutspritzen ist mir persönlich noch gar nicht wirklich so aufgefallen. Also ja. Es ist, vielleicht geht man auch schon mit der Einstellung dahin, es ist ein Shooter, dann passiert eh sowas und man merkt es gar nicht. Das kann gut sein, ja. Call of Duty oder Counter-Strike oder was da immer dann herangezogen wurde, das spielen auch viele andere und die spielen es aus einem sportlichen Wettkampf heraus und das ist, glaube ich, auch der Großteil. Die wollen einfach gut sein und die wollen nicht Blutspritzen sehen oder sowas. Denn Gamer sind nicht gewalttätig bereite Leute. Also wenn man Gamer sieht zusammen, wie sie feiern, wie sie spielen, wie sie Leidenschaft zeigen, dann hat das nichts mit Gewalt zu tun. Und springen, slime, springen, slime, springen. Jetzt habe ich es besser gemacht. Oh nein! Ja, aber dafür nimmst du die Kisten. Ja, ich kann verstehen, warum einige sagen, dass das verspielte Lebenszeit ist, ist eigentlich gut formuliert, weil man ja an sich eigentlich nichts tut. Also man sitzt ja da und man bringt jetzt sein Leben nicht irgendwie voran. Nein, man wird mich nie sagen hören, dass Gaming verspielte Lebenszeit ist, denn wer dabei reflektiert und nicht nur über das Spiel, sondern über sich selber, der wird so viel dabei lernen. Ich glaube, wer jahrelang FIFA im E-Sport gespielt hat, wäre und nebenher noch vielleicht Sportwissenschaften studiert hat oder anderweitig sich sportlich immer betätigt hat, wäre wunderbar geeignet, um eine Trainerkarriere anzustreben im richtigen Fußball.
Bei der Frage sollte man sich dann auch überlegen, was mache ich denn alternativ? Gehe ich raus oder sitze ich vorm Fernseher? Oder klar, wenn ich jetzt natürlich zu Freunden gehe und mit denen was unternehme und spontan irgendwas anschauen gehe oder sowas, klar, ist auch interessant. Es ist genauso verspielte Lebenszeit wie jemand, der mit einer Modelleisenbahn im Keller spielt und oder Fußball guckt. Das ist für mich ein Hobby, es ist zur Unterhaltung und es ist genauso sinnvoll oder wenig sinnvoll wie jedes andere Unterhaltungshobby. So. Alles gut. Alles easy.